Ja, moin zusammen. So, mit ein paar Aufnahmen aus dem Archiv und aus dem Krankenbett. Ich sterbe natürlich, selbstverständlich, wie jeder ordentliche Mann bei einer normalen Grippe. Nein, war ein Scherz, ich sterbe nicht. Geht schon ein bisschen besser, aber ist doch irgendwie noch ein bisschen komisch. Egal, auf jeden Fall. Eine Sache wird jetzt in Kürze beendet. Der Land Rover ist verpackt, verschnürt, aufgeladen und unterwegs nach Deutschland. Der wird verkauft, mit allen anderen Land Rovern auch, die ich besitze. Die gehen weg. Ja. Das Ende einer Ära. Ich bin immer noch ein Fan, aber ich muss einsehen, am Ende sind die als Reisefahrzeug für mich zu klein. Ja, ich würde gerne länger als ein paar Tage in so einem Auto verbringen. Ich würde auch mal gerne weiter wegfahren und möchte nicht unbedingt auf irgendwas angewiesen sein, wo ich dann übernachten muss oder sowas in der Richtung. Oder ein Zelt oder weiß der Teufel. Und deswegen geht er jetzt weg. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass er an einen geheimen Ort geht. Es gibt einen YouTube-Kollegen, da werden die Fahrzeuge dann erstmal untergestellt. In Kürze. Und ich muss nicht erwähnen, warum. Ne? Hier gibt es den einen oder anderen, sagen wir mal, der nicht ganz sauber tickt in der Gegend da. Also Amt Neuhaus und Umgebung fällt komplett aus. Also wenn jemand Interesse hat, einfach mal laut geben. Ne? Sind insgesamt 6 Fahrzeuge. Davon bewegen sich 3. Der blaue und 2 andere. Da muss ich auch noch einen Rückkauf abwickeln. Und ja, da hatte schon mal jemand Interesse, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ständig diese Drängelei bei Fahrzeugen, die so erheblich verrostet sind. Da unter 2 Jahren zu rechnen, ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Also, ich arbeite nicht mehr für solche Leute. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich kaufe in Zukunft einfach die Autos, repariere die und verkaufe die dann wieder. Ich will nichts mehr mit Kunden zu tun haben. Vor allen Dingen nicht mit Kunden aus Deutschland. Das ist, ich habe mit denen immer nur Ärger gehabt. Ich habe 2 oder 3 Mal für ausländische Mitbürger gearbeitet. Denen war das scheißegal. Mach das fertig. Ich habe einen Ducato geschweißt, hat auch 1,5 Jahre gedauert. Der sollte ein Camper-Van werden. Den habe ich damals gar nicht gefilmt. Ist auch vor meiner YouTube-Geschichte gewesen. Und ja, komplett tiefenentspannt. Ne? Der wusste, was los ist, der wusste, wie viel Aufwand das ist und dass man sich nicht nur ausschließlich um den Krempel kümmern kann. Ne? Man hat ja auch noch ein Leben zwischendurch. Das Problem ist, die Leute sehen YouTube-Videos, deswegen vermeide ich das so zu machen, die sehen ein YouTube-Video von, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten und am Anfang steht ein verrostetes Auto, am Ende ist es fertig und komplett geschweißt, lackiert mit allem drum und dran. Das hinterlässt einen falschen Eindruck. Guckt selber bei der Halle 77, wie heißt da jetzt der Karosseriebauer von denen? Ach ja, Markus Breiden, da musste ja wechseln den Namen. Guckt euch an, wie lange der Zeit bekommt. Ne? Realistisch sein. Ganz schlicht und ergreifend. Ne? Mal abgesehen davon, dass ich ausgestiegen bin, wollen wir es mal vorsichtig ausdrücken, dass ich ausgestiegen bin aus der ganzen Geschichte, aus dem Leben mehr oder weniger. Geht aber schon wesentlich besser, muss ich sagen. Ist das unrealistisch, ganz schlicht und ergreifend unrealistisch und damit braucht man auch nicht anfangen. Dann können wir es gleich lassen. Ja, was kommt als nächstes? Da hier in der Gegend Nutzfahrzeuge, ich muss anders anfangen, sämtliche Fahrzeuge, die irgendwie gewerblich nutzbar sind, sind unfassbar teuer. Das ist ganz im Gegensatz zu den Mercedes bzw. Oldtimern und sowas in der Richtung, eine ganz andere Baustelle. Die sind wahnsinnig teuer. Pickups, Transporter etc. Deswegen habe ich mich in Deutschland umgeguckt und muss sagen, ich habe den einen oder anderen gefunden, der hat mich inspiriert. So, da hätten wir für knapp 3000 Euro einen Iveco Daily. Schon fertig mit Ausbau. Sehr gepflegter Ausbau, muss ich sagen. Ist aus erster Hand das Ding. 7 Meter Teil, riesig. Schöne Küche. Die Sitzbank hinten würde ich rausschmeißen, die Dusche würde ich auch umbauen, weil ich will ein Bett.
ein richtig großes, schönes Bett. Ja, Truma-Heizung mit allem drum und dran und machen wir uns nichts vor, die Elektrik muss gemacht werden. Ich will mehr Solaranlage auf dem Dach haben. Ich möchte eine vernünftige Dusche da drin haben, eine Trockentrenntoilette oder eine Komposttoilette oder sowas in der Richtung. Völlig irrelevant, welche Variante, eigentlich egal. Jo, das ist glaube ich was, wo ich mich dann im Ernstfall wirklich einfach verkrümeln kann mit dem Kater. Der hat dann auch genug Platz, damit ich ihm nicht auf die Nerven gehe und er mir nicht. Und dann schöne Sache. Aber ist nicht der letzte, den ich gefunden habe. Ja, hier haben wir auch ein Iveco Daily, allerdings in kurz. Auch ganz nett von der äußeren Beschaffenheit, muss ich sagen. Etwas mehr Leistung. Kürzer und etwas mehr Leistung. Das hat schon was. Die Farbgebung des Innenausbaus in durchgehenden Hornhaut-Umbra mag den Fotos geschuldet sein, ist aber überhaupt nicht meins. Also so wie das da aussieht, kriegst du Depressionen. Wenn ich nicht schon welche hätte, da kriegst du welche. Das hat schon was. Nein, das muss farblich auf jeden Fall umgestaltet werden. Aber ansonsten die Aufteilung mit der Sitzgruppe da und dem großen Bett hinten, das gefällt mir. Mit der großen Garage hinten, da kannst du auch ordentlich Sachen unterbringen. Gas hat er, sehr gut. Hier ist die Heckgarage, auch schon ganz nett. Aber wie gesagt, Solaranlagen und so weiter. Ich habe ja, ihr kennt das ja aus meinen Videos, diese Batterie, ne? Und dieses Solarpanel. Da hätte ich gerne noch ein zweites Solarpanel fürs Dach und halt das Ding zum draußen hinstellen, damit ich ein bisschen flexibler bin. Da muss ich noch ein bisschen was umbauen und eventuell noch eine andere Dieselstandheizung. Weil der hat offensichtlich keine Standheizung, also gar keine. Das wäre blöd. Ja, ansonsten, wenn jemand weiß, was ist noch in der engeren Auswahl? Ford Transit, relativ günstig im Vergleich zu Ducato und Mercedes Sprinter und so weiter. Ford Transit in Lang und Hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, die heißen L3H2 oder sowas in der Richtung. Ja, also Stehhöhe, da bestehe ich nicht drauf, nicht unbedingt. Aber worauf ich persönlich bestehe, ist, wenn man länger unterwegs ist, Dusche, Toilette. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt als Kabine ausgeführt sein muss. Aber man sollte drinnen duschen können und man sollte drinnen auf der Toilette können. Das wäre schon schön, ne? Nee, das hat schon was. Ja, wie man hier sieht, habe ich mich auch noch andernorts quasi umgesehen. Also unausgebaute Transporter. Ja, sowas in der Richtung habe ich gedacht. Wir liegen hier bei knapp 2000 Euro. Beim nächsten bei 1500. Ja, mir ist bewusst, dass da Arbeit dran ist. Und ja, ich kenne diese Autos und ich weiß, wo sie rosten. Also ich weiß, wo ich drauf achten muss. Und würde mir auch entsprechend vorher entsprechende Fotos zusenden lassen. Die Laderaumtüren sehen in Ordnung aus. Der Innenraum, gemessen an der Nutzung, geht. Vor allen Dingen der Sitz da. Das geht alles. Also gar nicht mal so übel. Also für 2000 könnte man machen. Sechsganggetriebe, 145 PS. Hier haben wir einen Citroën Jumper. Lang hoch. Auch mit Anhängerkupplung. Guter Innenraum. Bis auf den Fahrersitz. Aber das bleibt bei Werkzeug in der Tasche echt nicht aus. Ja, auch der sieht wirklich gut aus. Ja. Ja, wie gesagt. Wenn jemand irgendwas Günstiges weiß. Langer Transit. Oder irgendein Transporter lang hoch, außer Renault oder sowas in der Richtung, bitte nicht. Da kriegst du nämlich keine Ersatzteile, außer du rennst gerade in Frankreich rum. Ja, das Derivat von Opel bitte auch nicht. Das ist krumm. Sprinter würde ich auch nehmen, aber die Sprinter sind immer noch abgehoben ohne Ende, obwohl die dir unterm Hintern weggammeln. Teilweise noch schlimmer als ein Transit. Aber es ist halt ein Mercedes, ne? Wie ich im letzten Video gesagt habe. Das ist nicht im letzten Video, im Video davor oder so. Auf jeden Fall, der Werterhalt bei Mercedes ist einfach wahnsinnig hoch. Ne? Es ist ein Statussymbol, auch als Transporter. Siehst du bei jedem Sperrmüll. Die fahren alle, also fast alle fahren die Sprinter. Ja. Nee, also ich will gucken, dass ich einen vernünftigen Transporter kriege. Und oder so ein Camper, die Evecos, die lassen mich natürlich nicht los. Ne? Das sind gerade mal 800-900 Euro mehr.
Und da ist eigentlich schon alles drin. Das müsste ich nur ein bisschen umbauen für meine Bedürfnisse. Aber es ist alles da. Ne? Das, was da ist, muss ich nicht kaufen. Das bedeutet, der ganze Kram wird wesentlich billiger. Ja, was habe ich mit dem ganzen Kram vor? Mir fällt gelegentlich mal die Decke auf den Kopf. Gerade nach dem Sommer habe ich das Gefühl, wenn ich länger an einem gleichen Ort bleibe, dass ich irgendwie weg muss. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann widerlegen, aber bis das soweit ist, sollte ich da vielleicht mal nachgeben. Ich habe im Sommer genauso gelernt, dass ich einfach mal machen sollte, was ich denke, fühle. Ne? Also von daher, ja. Es gibt noch so viele Gegenden zu erkunden: Griechenland, Südfrankreich. Ich werde Werkzeug mitnehmen, ich werde unterwegs Reparaturen machen. Und deswegen brauche ich eine Heckgarage, eine große. Ich möchte einen Kompressor mitnehmen, ein Schweißgerät und eine entsprechende Batterieversorgung, damit das auch alles funktioniert. Ja gut, Schweißgerät ist stark übertrieben. Ja, ich weiß. Ist mir selbst aufgefallen. Aber so einen kleinen Kompressor oder sowas in der Richtung, der sollte schon mit drin sein. Dann funktioniert das auch. So, ich denke mal, wir kommen für heute mal zum Ende. Wie gesagt, nochmal ein gesundheitlich angeschlagenes Zwischendurch-Video, weil ich mich nicht aus dem Bett raustraue mit Schüttelfrost. Im Bett geht's. So bei konstanten 30 Grad fühle ich mich total gut. Alles klar. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.